Kann man da irgendwie hoch vielleicht? Ja, vielleicht über den Weg hier. Oh, da sind wieder Assassinenspasten. So, danke. So. Da unten ist eine Truhe. Kann ich hier irgendwo ins Wasser? Oder gehe ich erstmal oben lang? Ich gehe jetzt erstmal oben lang und mache die Viecher ja kalt. Ach, da vorne geht's weiter. Nee. Dann gehe ich erstmal ins Wasser runter, weil ich glaube, da unten geht's nicht mehr weiter. Schau mal, ob ich irgendwo ins Wasser kann. Ah, sieht nicht so aus. Ah, doch, da. Komm her. Oh, diese Mistviecher. So, hier kann man ins Wasser. Dann kann ich schön dahinter schwimmen und mir das Zeug holen. Ah, da kommt man drauf. Da kommt man drauf. Ah, ja, ja, natürlich. Jetzt gibt alles einen Sinn. So, das auch noch. Und die Truhe auch noch knacken, wenn wir schon mal hier sind. Rechts oben, links unten, rechts unten, links unten. Diese Truhenrätsel werden, sie macht immer spannender und lustiger. Genau, was ich vorher noch sagen wollte, ist, ich verstehe nicht, wer auf die Idee kommt, irgendwo in einer Kanalisation Truhen hinzustellen, diese zu versperren und dort Wertgegenstände reinzuhauen. Das ergibt sowas von überhaupt keinen Sinn. Muss es natürlich nicht ergeben, es ist ja nur ein Spiel, aber trotzdem. Ah, dieses... Ja, okay, jetzt, meine Freunde, komme ich nach oben. Jetzt gibt's Beef. Ja, jetzt kommt's her. Jetzt werdet ihr alle sterben. Da ist nichts, okay. Ja, kommt, jetzt kommt her. Nein! Was geht denn ab? Verpisst euch! Warum erreiche ich die nicht? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Okay. Okay, Plan B. Ganz toll. Was ist halt Gesundheit? Okay, das ist geil. Ja, normalerweise erwische ich die doch mit meiner Scheißwaffe. Was soll denn der Dreck? Ich hab die doch bisher immer erwischt. Was ist mit den Wichsern los? Oh, Nummer 1. Seht ihr das? Ich erwisch den nicht mehr. Hallo, komm mal runter hier. Also das nervt mich jetzt ein bisschen. Ich erwisch die nicht, was soll das? Komm her! Oh. Und wieder einer weniger. Ja Leute, das wird jetzt ein bisschen noch dauern, da oben sind noch 3. Boah, langweilig. Boah. Ja gut, ich werde jetzt hier stehen, werde ein bisschen von diesen Viechern hier anficken lassen und holen mir dann Lebensenergie wieder zurück. Ich verstehe das nicht. Sag mir, was ich falsch mache. Da drüben ist auch ein Weg dabei. Nein, ach so, da komme ich her. Jetzt hat. Genau. So, wieder einer weniger. Da waren es nur noch 2.
Boah, ihr Arschlöcher! La 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 langweilig, la 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 langweilig. Guck mal, ich habe einen neuen Rückenschmuck. Du 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 du. Da 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 da. Und wieder einer weniger. Komm her, du Semmel, du Blöde. Oh, ich will dich. Komm her, du Sau. Ja, schön. Du wirst deinen unvermeidlichen Tod dadurch nur hinauszögern. Dam, dam, dam und Heilung, Heilung, Heilung. Es ist voll witzig, dass der heilt. Ich glaube, den sollte ich öfters mal einsetzen. Der hat mir bestimmt auch auf dem Schiff viel besser weitergeholfen, als ich keine Waffen hatte. Da hätte ich eigentlich diesen Ding als Heilzauber hernehmen können. Und tot. Oh, endlich. Auf welche Seite gehe ich erst? Jetzt gehe ich erstmal auf die Seite. Die sieht mir aus, als wäre sie kürzer. Oh, da ist ein Lektor. Autsch. Ja, und wie ihr sicherlich noch wisst, kann man Lektoren nur mit der Mondklinge oder wie das Ding heißt töten. Wie heißt das Ding nochmal? Das möchte ich selber wissen. Mondklinge, tatsächlich. Richtig geraten. Okay, kann ich das Krypta durchsuchen? Wieso muss ich Dexter die Tür aufmachen? Das stinkt doch. Ja, mal schauen. Vielleicht ist es auch keine Falle, ausnahmsweise mal. Rechts unten, links unten, rechts unten, links unten. Das ist eine schwere Kombi. Und wir haben Gold und Goldscheiße. Jawohl. So. Und so. What? Ich hab's doch gewusst. Wer stört meinen Schlaf der Toten? Ich möchte Rache, ich möchte Vergeltung und ich möchte einen warmen Kaffee. Ja, schauen wir mal. Wenn das Skelett genauso gut ist wie das letzte, dann kann es nämlich gar nichts. Bäm, tot. Langweilig. Schwert der alten Hallen erhalten. Uff. Heilige Schwert des Antonius. Ah, ja, da war ja irgendwas. Irgendjemand von den Pappenheimern wollte diese ganzen Antonius-Sachen haben. Da, boah, ich weiß nicht mehr wer. Schwert der alten Hallen. Ja, gut. Zum Verkaufen taugt's. Karte überprüfen. Ich kann nur noch links hochgehen. Oh, das sieht nach einem Map-Wechsel aus, oder? Jo, Map-Wechsel. Zur Kathedrale. Oh. Okay. Oh, Cutscene. Aha, okay. Was gibt's hier? Oha. Ah, da kann ich wieder Kontakt in die Schattenwelt irgendwie aufnehmen. Totenwelt, wie auch immer. Das erinnert mich voll an ein Jumping Puzzle aus Guild Wars 2. Die sehen auch immer so wüst aus und dann weiß man nie, wo man ho hinspringen muss. Ah, hier ist also schon mal das Steinfragment. Aber dieses Spiel hier hat keine Jumping Puzzle. Oh, Lektor. Okay, den habe ich zu schnell getötet. Der steht gleich wieder auf. So,
da vorne ist noch einer, habe ich schon gesehen. Und noch einer. Bam, bam, bam. Das war's für dich, du Mistvieh. Was liegt denn da? Heilige Schriftrolle. Ich heb mal die heilige Schriftrolle auf. Ich werde schon für irgendwas brauchen, sonst wäre es ja nicht heilig. Und keine Schriftrolle. Sieht irgendwie so aus wie so eine Truhe, dachte ich gerade. Und da liegt noch ein Steinfragment. So, okay, ich glaube hier unten im Erdgeschoss habe ich mal alles. Guck ich meinen ersten Stock. Ein Aufzug wäre zwar bequem gewesen, aber ich will ja nicht meckern. Ich schau mal, ob ich es jetzt schon interagieren kann. Ob ich jetzt schon alles habe. Oh, es laggt. Nein, ich kann es noch nicht benutzen. Ich dachte schon, es laggt. Gut, dann gucke ich mal weiter. So, was haben wir denn da? Kann ich nicht interagieren? Da, noch ein Steinfragment. Und da ist was zum kaputt machen. Dann mache ich es auch gleich kaputt. Einfach nur, weil ich es kann und weil irgendwie Scheiße drin ist, die ich brauchen könnte. Nee, da brauche ich nichts. Kaputt machen. Boah, ich hasse diese scheißgrüne Klinge. Ich hätte sie rot lassen sollen. Dann wäre sie aber schwächer. Oh, da ist eine schwere Truhe. Eine 8-Kombi-Truhe. Schauen wir mal. Rechts unten. Links oben. Rechts unten. Links oben. Rechts oben. Links unten. Rechts unten. Links unten. Okay. Zack. Zack, 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 zack. Okay. Irgendwo war ich falsch. So, gleich nochmal versuchen. Rechts unten, links oben. Rechts unten, links oben. Rechts oben, links unten. Ah, rechts unten. Und links unten. Ach, so war das. Jawohl. Und was haben wir da? Boah, toll. Genau in selben Schmarrn, was wir in den leichten Truhen auch drin haben. Okay, hier hinten kann man schon mal nicht weitergehen. Na gut, dafür gibt die Truhe mit den mehr Kombinationen. Ist das was? Oh, da ist eine Schriftrolle. Zeugnis des Alten Ordens. Ja, ich schau mir das später an. Slalom laufen. Da war nichts drin.